wieder Joe und Andi von Angel Magic, nochmal von der Secret Fashion Show. Und jetzt haben wir ein kleines Promi-Spezial für euch. Viel Spaß dabei. Damn. Yeah. Auf jeden Fall haben diese Feuerzeuge immer diese Warnungssticker hier drauf. Und ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet, die kann man ganz gut abpulen. Okay? Ja. Und das Interessante ist, wenn man da genug Druck aufbaut, dann geht es auch recht simpel. Und diese Warnungssticker, die sind quasi auf einer Seite von dem Feuerzeug aufgedruckt, oder? Ja, die kennt man. Bin ich. Wisst ihr, warum die nur auf einer Seite sind und nicht vorne und hinten? Nee, ja. Weil die aus feuersicherem Papier sind. Wenn man die nämlich nimmt und anzündet, dann springen die wieder sofort auf das Feuerzeug wieder drauf. Magic! Oh mein Gott! Feels good! Magic! Das geht nicht besser drauf. Ja! Also wenn ihr Lust habt, dann ziemlich gut! You are good! Bravo! Bravo! Ein Applaus, Applaus, Applaus! Ich probiere es folgendes. Ich hätte hier zwei Münzen. Ja? Erstmal ganz kurz, bist du rechts oder links hinter? Rechts. Einmal deine linke Hand auf. Wird gleich Sinn machen. Ja. Du kriegst von mir ein 20 und ein 15 Stück, okay? Du musst gleich helfen. Immer ein Stift. Ja. Jetzt ist er geladen, okay? Ja. Nicole? Saskia, Entschuldigung. Saskia. Okay, Saskia, du musst jetzt gleich eine Münze für Nico aussuchen, okay? Das 15 Stück oder das 20 Cent Stück? Ja. Welches? 20. Das 20 Cent Stück, okay. So, signier erstmal das 5-Cent-Stück. Mit dem 20-Cent-Stück machen wir gleich was Besonderes. Signier mal mit deinen Initialen am besten die 5-Cent-Münze, dass du erkennst, dass das deine Münze ist. Okay? Okay? Okay, und das 20-Cent-Stück, was du aussuchst, malst du jetzt ein Strichmännchen, aber ein Strichmännchen, was dich repräsentiert. Ein Strichmännchen, was dich repräsentiert. Soll ich malen? Ja, genau. Ich kann nicht malen, ich bin nur Zauberer. Das ist nur der Kopf, ja. Okay, perfekt. Das heißt, wir haben jetzt ein 20 Cent Stück mit deinen Strichmännchen drauf und 5 Cent Stück mit deinen Initialen, ja? Hältst mal deine rechte Hand auf. Da geht die beiden Münzen. Einmal zumachen und einmal gerade raus. Und kannst du dich mal drauf, kannst dich auf den Punkt hier oben konzentrieren. Okay, und kannst du dich, drück mal fest dagegen. Und was ich dir möchte, ist, dass du dir vorstellst, dass jeder Bizeps, jeder Trizeps immer fester und fester wird. Konzentriere dich weiter auf den Punkt hier oben. Immer fester und fester, wie Stahl. Und du wirst es lustig finden, dass wenn du versuchst, ihn zu bewegen, dass du es nicht kannst. Je mehr du versuchst, ihn zu bewegen, desto witziger wird es. Versuch ihn zu bewegen. Okay, das geht noch. Okay, wir treiben es einen Schritt weiter. Okay, such dir mal eine von den beiden Münzen aus. 20 oder 15 Stück. Welches möchtest du? 5. Das 15 Stück, okay. Konzentriere dich. Achtung. Mal gucken, wie ich es hinkriege. Dreh mir die Hand um. Mach langsam auf. Dreh um. Mach langsam auf. Du siehst das 15 Stück. Und das sind deine Initialen, ja? Ja. Das hast du jetzt aber gerade eben nicht gesehen, was passiert ist. Deswegen probier ich vorhin. Also, kannst du mal so machen? Ein bisschen mehr noch. Ich glaube, ich krieg sogar immer noch. Den kannst du gerne als Souvenir behalten. Als kleines Andenken. Das ist Joe von Enjoy Magic. Dankeschön. Freut mich, noch einen schönen Abend. Verzaubern noch die Leute hier. Ja klar, klar, dafür sind wir ja da. Danke. Schönen Abend noch, ciao. Für mich als Souvenir und den kannst du gerne behalten. So, heute haben wir mal einen kleinen Einblick in die High Society von München gegeben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Denkt dran, teilt das Video, weil sonst teilen wir euch.